Spiritueller Raum ist schon ganz schön. Gibt so ein bisschen so eine Ruhe und es ist innen eigentlich so ein bisschen, als wenn man in der Landschaft steht. Aber eigentlich sind wir nicht religiös. Beim Podest, wo der Altar früher stand, da waren auch verschiedene Schichten drauf, vor allen Dingen im Teppich, der schön verklebt war, ganz gründlich. Das haben wir alles runtergeholt und haben da jetzt ja unseren neuen Boden drauf. Dann war es ziemlich einfach, das zu entscheiden. Der Raum hatte schon eine Farbe, der hatte schon eine Atmosphäre. Das ist ja eher ein sehr recht relativ kleiner Raum mit Rückzugscharakter. Der Muster hat passend zu dem vielen Holz, was eh schon da ist. Also es gab eine Holzdecke, es gab Paneele an den Wänden. Und es war klar, dass wir dieses historische Holz dann nicht nochmal wiederholen können. Eine dunkle Thermoeiche und die geölte Oberfläche ist einfach auch sehr angenehm, also an den Füßen. Ich war ganz begeistert tatsächlich. Ich habe ja das Verlegen gemacht und ich finde wirklich dieses Prinzip, diese Verarbeitung, dieses Klicken funktioniert so super und so einfach. Da war ich wirklich ganz angetan.